Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 2 von Enshrouded. Die erste Folge ist ja noch vor Release entstanden, jetzt ist der Release endlich da. 27 Euro kostet das Spiel, was ich einen sehr, sehr fairen Preis finde, muss ich sagen. Der alte Mann ist hier und hat ein bisschen Ressourcen gesammelt. Da wird ein Schaf gejagt. Ich helfe mal dem Schaf. ich wollte eigentlich den Wolf anvisieren. Ich habe dir geholfen. Ein paar Rippchen. Sehr gut. So, ich habe ein bisschen Ressourcen gesammelt, also ein paar Steine und so weiter. Und ein bisschen Hölzer und ein bisschen Gräser und so weiter. Wir sollten uns mal hier was machen, dass wir ein bisschen was unterbringen. Deswegen gehen wir jetzt mal an die Werkbank und stellen uns grobe Steinblöcke her. Und zwar... Ja, wir haben genügend. So, das sollte erstmal reichen. Ein paar Steinblöcke. Kriegen wir die überhaupt ins Inventar? Wo sind die denn jetzt? Da unten. 2100 Steinblöcke haben wir. Das ist jede Menge. Wir nehmen unseren Bauhammer, drücken Tab, kommen in Baumodus. Und ich finde das hier, das ist echt gut gelöst. Das ist wirklich ein sehr innovatives Bausystem. Und wir bauen jetzt hier erstmal um den Altar so ein kleines Fundament. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist der Weg rein. Ich würde sagen, wir machen so eine Art Eingangsbereich. Wir setzen jetzt erstmal den Boden. Damit wir hier ein Dach über dem Kopf haben. Und den Rest können wir dann später noch ausbauen. Sind die jetzt schon alle weg, die 2100 Blöcke? Okay. Ich gebe mich geschlagen. Ich dachte, ich hätte genügend gesammelt. Aber es ist anscheinend nicht der Fall. Aber es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir hier... So. Da. Hämmern die Steine durch. Wir nehmen nochmal die, die hier rumliegen, so ein bisschen auf. Dann können wir gleich noch ein bisschen mehr bauen. Also was ich mir überlegt hatte, war, dass wir so einen Eingangsbereich machen, in dem man dann auf die Flamme zuläuft. Also dass das praktisch der Zentrum unserer untersten Ebene ist. Und da ich so ein bisschen so einen Aufgang machen will, so links und rechts davon mit jeweils Treppen, würde ich sagen, umranden wir das Ganze jetzt erstmal. Und dann schauen wir später nochmal weiter. Wir brauchen jetzt im Moment, müssen wir nicht das Maximum hinbauen. Die Werkbank nehmen wir gleich nochmal auf. So, ich will ja einfach nur ein Dach über dem Kopf haben. Und dann haben wir nur noch zwei Blöcke jetzt über. Das ist relativ übersichtlich. Gut. Bauen wir später weiter. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal die Welt weiter. Ich nehme mal hier die Werkbank auf. Und setze sie dann hier wieder richtig hin. Einmal allzu viel gedrückt. Lass mal wieder reinkommen in die ganze Geschichte. So. Ne? Stellen wir sie hinten erstmal hin. Warte mal, hier will ich hochgehen. Hier soll der Eingangsbereich dann sein. Ich stelle sie mal hier hin, würde ich sagen. So, hier ist mal in die Ecke. Das können wir ja alles später noch ändern, wenn das hier, wenn das entsprechend fertig ist. So, jetzt brauchen wir eine Kiste. Ich bräuchte gerne eine Kiste. Stauraum. Da haben wir winzige Truhen. Da brauchen wir Garn. Das stellen wir mal her. Und ich hätte gerne einen Gleiter. Da brauchen wir Miasmaholz. Das holen wir uns gleich. Tierfell und Garn haben wir schon. Wir haben auch die Sporen, weil den Gleiter, das ist ein schönes Objekt, um hier weiterzukommen. Ein Objekt? Das klingt ein bisschen komisch, ne? Ein Tool, mit dem wir hier weiterkommen. Garn. Brauchen wir auch noch ein paar Mal. Ich wollte mal gucken, können wir Dietriche herstellen? Machen wir uns auch mal zwei, dass wir unterwegs Kisten aufkriegen. Und jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Jetzt machen wir uns eine Kiste. Stauraum, Kisten. Machen wir mal... Zwei Kisten reichen erstmal. Erstmal. Da gibt es ja dann später noch die größeren Kisten und dann passt das. So, wenn ich mich recht erinnere, konnte man Kisten übereinander stapeln, oder? Ich meine, dass man die übereinander stapeln konnte. Ja, perfekt. Schade, dass es da keinen Raster gibt, aber wir kriegen das schon hin. So. Ach du Scheiße. Da werde ich immer vorbeilaufen und werde mir denken, nee. Komm, wir stellen sie nebeneinander erstmal. Ich habe mich gerade umentschieden. Habt ihr mitbekommen? So. Ja, da ist noch ein Millimeter. Und der Chat so, bui, der Zuschauer, das kann doch jetzt nicht sein. Richtet er jetzt seine Kisten aus. So, wir machen hier rein
machen wir erstmal so diese Fackeln, die wir erstmal nicht brauchen. Dietriche nehmen wir mit. Feuersteinpfeile. Wir haben noch keinen Bogen, von daher lassen wir das erstmal. Dann haben wir hier noch eine Ersatzaxt. Das ist ja die gute. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, wir nehmen die, wobei es keinen Unterschied macht. Erst wenn wir die aufwerten, hat die einen besseren Wert. Ich lasse die erstmal hier. Wir machen das, wenn wir das Upgrade machen können. Die Münzen sind unheimlich wichtig für später. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und ich würde sagen, wir machen den Bauhammer hier rein und die Stöcker. Genau, das nehmen wir mit zu essen. Wir sollten uns jetzt nochmal ein Lagerfeuer machen. Da muss ich nochmal gucken, wie das ging. Geleiter, Greifhaken, Betten, Feuer stellen. Das war das Ding. Das stellen wir jetzt einmal her. Dann hätte ich gerne... Betten haben wir nur die erste Stufe. Das habe ich auch damals erst sehr spät gesehen in der Demo, dass hier oben weitere Stufen auftauchen, wenn wir sie freigeschaltet haben. Aber wir haben schon mal ein Bett, mit dem wir dann hier spawnen können. Und das Bett muss in der Nähe vom Feuer sein. Ich mache das jetzt erstmal hier hin. Alles nur provisorisch. Ein kleines Feuerchen hier hin. Damit es uns hier warm ist. Und hier können wir auch kochen. Siehst du mal, dann können wir uns hier mal das Fleisch durchbraten. Und ein Rippchen noch. Ich will mal ganz kurz was machen. Nur für die Nachwelt. Ein Pilz noch braten. Ah, schön. Ich finde, das hat was von Gemütlichkeit, oder? Das war schon damals bei Valheim so, wenn du dann in deiner Hütte sitzt und brätst deine ersten Fleischstücke. Wobei, hier musst du halt bei bleiben, ne? Um die durchzubraten. Musst du halt da hingehen, die Pilze immer ins Feuer halten, den nächsten Pilz ins Feuer. Ich brate jetzt einfach alle mal durch. Warte mal, wir haben auch noch zwei Rippchen, sehe ich gerade. Oh, die sehen, sehen die gut aus, oder? Guckt euch doch mal diese Sparrows an. Oh, da kriegst du Bock drauf. Mmh, yummy. Guck mal, wir haben auch 10 Minuten Ausgeruhtheit wegen Komfort. Boah, ich freue mich so, dass es losgeht. Ihr könnt es gar nicht glauben. Ich habe die erste Folge aufgenommen, dann habe ich so, noch eine zweite. Nee, das kannst du nicht machen, du willst die Leute mitnehmen. Ich mache ja meine Folgen in meinem Livestream. Der Chat ist voll. Und deswegen habe ich so richtig Bock hier. Wunderbar. Da haben wir was gebrutzelt. Sehr schön. So, muss ich mal ganz kurz hier durchsortieren. Jetzt haben wir ein Brathähnchen, wir haben das Fleisch, Pilze und Beeren. Dann mache ich das doch mal hier unten rein. Und das ist jetzt das, was wir mitnehmen. Wir haben Dietriche. Und wir müssten noch mal ein bisschen Ressourcen unterbringen. Machen wir am besten hier in die Kiste. Nehmen wir noch mal den Kram hier rein. Holzpfeile, die muss ich drüben noch reinlegen. Die nehmen wir mit. Harz brauchen wir alles später. Miasmaholz müssen wir jetzt noch mehr besorgen. Glühwürmchen habe ich einen durch Zufall gefunden. Ein bisschen Metallschrott. Holzscheite. Was haben wir noch? Stein haben wir noch. Das gehört auch zu den Grundmaterialien. Genauso wie Stoff. Teer, ein bisschen Wachs. Äste gehört ja im Endeffekt zum Holz. Dann haben wir Knochen. Diese Sporen. Pfeile machen wir drüben rein. Leder machen wir auch hier rein. Das gehört ja hier so zu diesen Mob-Drops, ne? Und Fellfetzen. Ich glaube, die können wir dann später noch umwandeln, wenn ich mich recht erinnere. Bisschen Faden. So. Da bin ich an die falsche Kiste, an die wollte ich ran. Ah, ich erinnere mich genau. Jetzt fällt mir das gerade erst wieder auf. Man kann ja sehen, was in den Kisten drin ist. In den ersten drei Slots. Super gelöst. Richtig gut. Cool. So, ich würde sagen, wir gehen mal runter ins Miasma und holen uns ein bisschen Holz. Ich habe jetzt richtig Lust, hier Holz zu holen, dass wir uns den Gleiter machen können. Beeren nehmen wir mit. Aber nur die ohne Ä.
So, was haben wir denn eigentlich als Quest? Was sagt er denn? Du hast den Überlebenden gefunden? Genau, wir müssen Oswald beschwören. Den haben wir in der ersten Folge geholt. Da bin ich so ein bisschen durchgerusht. Da habe ich auch nachher noch gedacht, ist das ein bisschen gehetzt gewesen? Aber da ich ja das aus der Demo kannte und wusste, dass man durchaus auch an ihn rankommt, ohne jetzt sich großartig auszurüsten, habe ich mir gedacht, warum nicht? Wir können ja immer noch in aller Ruhe jetzt durchgehen und können gucken, dass wir hier den ganzen Kram zusammenfinden. Komm mal her. So, bevor uns hier irgendwas wehtut und ich im Nachgang das Nachsehen habe, würde ich sagen, wir ziehen uns einmal Hähnchen rein. Das gibt schon mal gut Leben. Einmal Honig. Das ist nämlich die Regeneration, die erhöht wird. Und einen gebratenen Pilz. Magieschadensbonus. Okay, das lohnt sich nicht wirklich. Weil am Zaubern sind wir noch nicht. Von daher holen wir jetzt unten mal Miasmaholz, weil das ist der nächste Schritt, um hier weiterzukommen. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere Werkzeuge machen. Dass wir die Basis ein bisschen ausbauen, dass wir Oswald entsprechend ein Heim bieten. Der braucht ja ein Dach über dem Kopf oder hätte es gerne. So, die Kisten müssen wieder gespawnt sein. Noch ein paar Holzpfeile. Und da haben wir ein Wasser. Gut, Wasser kriegen wir vom Brunnen, das ist jetzt nichts Besonderes. Konnten wir den Pilz schon wegballern? Oder müssen wir uns eine richtige Axt machen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Doch, geht. Hat aber uns nichts gebracht, ne? Wir haben nichts eingesammelt, wenn ich das richtig sehe. Das waren, glaube ich, doch eher die Bäume, die hier unten sind. So, hier waren doch die ersten Gegner. Hier war doch irgendwo einer. Da ist er doch schon. Moin. Noch ein Ring. Haben wir beim letzten Mal nicht erst einen Ring gefunden? Gut, ich beschwere mich nicht, ne? Nehmen wir natürlich. Ausrüsten. Wir können ja mal gucken. Ja, jetzt haben wir zweimal an. Ausdauer, Lebenspunkte. 8 Ausdauer, 10 Lebenspunkte. Nice. Immer schön die Sachen hier verprügeln. Gibt alles Ressourcen. Ein bisschen Holz. Da war noch was. Holz, Holz, Holz. So, komm, wir holen uns mal den ersten Baum. Den hier auch noch war. Gab's hier nicht? Ah, die konnten wir so sammeln, genau. Die musste ich nicht. Die musste ich nicht um den kaputt schlagen. Da ist der Baum gefallen. Wo ist denn das? Da ist Holz. Wo ist hier noch Holz? Hä? Es müsste doch viel mehr Holz da liegen, oder? Ich hätte jetzt schwören können, dass hier mehr Holz liegt. Wie viel haben wir denn jetzt? 8-mal? 8-mal. Ich glaube, das reicht schon. Ich nehme nochmal einen Baum mit. Langfristig brauchen wir ja mehr, aber das müsste uns auf jeden Fall reichen. Da ist er weg, der Baum. Nicht mit dem Commander. Äste, jo. Sollen wir noch ein bisschen mehr Holz mitnehmen? Ich weiß, dass wir Schrott brauchen. Da kann ich mich erinnern, dass wir hier überall diese Dinger zerschlagen haben. Die hier auch, glaube ich. Aber meine Axt ist auch nicht mehr allzu lang stabil. Da kommt jemand. Hallo, guten Tag. Sind Sie der Anwohner hier?
Achtung, Ihre Zeit läuft aus. Imba. So, ein paar Holzscheiter. Nebel, aua. Sporen. Glaube ich nicht gut für die Lunge. War es nicht so, dass man mit der Spitzhacke mehr Schaden machte? Oder verwechsel ich gerade das Spiel? Ich meine, mich da erinnern zu können, dass die Spitzhacke ultimativer war gegen die Wagen und Co. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir das zuletzt gespielt haben, ne? Na, mach doch. Nehmen wir alles mit. Ich meine, gut, jetzt Garn und so weiter ist jetzt kein besonderer Loot, den man irgendwie großartig bräuchte, aber... Ach, bei Moria war das, genau. Ja. Von der Regie kommt gerade der Einwand. Moria. Da war die Spitzhacke. So, bleib auf dem Pfad, sagt das Spiel. Da kann ich mich noch erinnern, ne? Dass man hier Angst hatte, von den Faden wegzugehen. Oder nicht Angst hatte, aber dachte so, echt, okay, muss ich mich vorsehen. So, dann lass uns mal zum Flughörnchen werden. Würde ich sagen. Ab nach Hause. Ich weiß, dass wir uns porten können, das ist mir bewusst. Aber wir nehmen auf dem Rückweg noch ein bisschen Stein mit. Da werde ich dann mal zwischendurch, glaube ich, zwischen den Folgen werde ich mal ein bisschen Stein farmen. Dass wir hier genügend Baumaterial haben. Und dass wir dann in aller Ruhe eine schöne Basis aufbauen können. Ich meine, das wird immer eine Erweiterung bleiben, ne? Also wir werden die Basis erweitern, wir werden auch nicht nur hier eine Basis haben, sondern an anderen Stellen auch. Das haben wir ja während der Demo nicht wirklich ausführlich ausprobiert. Oder was jetzt ausprobiert, aber haben wir nicht genutzt. Aber das kriegen wir schon. So, die nehmen wir auf jeden Fall immer mit, weil es gab einen Punkt, wo wir auf jeden Fall ganz viel Wachs und solche Sachen brauchten. Und wir könnten ihm auf jeden Fall mal ein paar Klamotten craften, oder? Ich bin vor allem gespannt, wie der Tag- und Nachtwechsel ist. Also ich meine, jetzt geht die Sonne unter, ne? Ich kann mich erinnern, in der Demo war das so, wie als hätte jemand den Lichtschalter gedrückt. Das weiß ich noch ganz genau. So. Wo ist er, der Gleiter? Da ist der Gleiter. Zwei Tierfälle. Hat der nicht normalerweise aus den Kisten gecraftet? Oder war das ein anderes Spiel? Bin ich schon wieder im anderen Spiel? Das war auch Moria. Nein, ich meinte, das ging doch damals, oder? Egal. Flughörnchen. Wir haben den Gleiter. Das ist das Beste im Spiel, finde ich. Ich bin vor allem mal gespannt, ob es in dem weiteren Verlauf noch bessere Gleiter geben wird. Ne? Ich glaube, das war Doppel-Leertaste, oder? Wow. Gab es in der Demo einen Sonnenuntergang? Jetzt bin ich aber wirklich sehr unsicher. Ich glaube, da war es doch so, dass es dunkel wurde, dann macht es plupp und tiefste Nacht. Na, so in der Art, wie es jetzt eben war, aber ein bisschen schneller noch. Wow. Guckt euch jetzt mal das Miasma an. Geil. Moment, ich mache ein bisschen Licht. Und jetzt gehe ich mal hier hoch. Guckt euch das mal an. Machen wir hier gar nichts in die Hand. So. Ist das nicht schön? Eine Welt wartet auf uns, entdeckt zu werden. In den Trailern sieht man ja Sachen von Eisgebieten, von Wüstenteilen und. Also so viel Dinge, die jetzt noch dazukommen. Oh, ich habe richtig Bock, das hier alles zu erkunden. Ich mache jetzt mal ein bisschen Licht an. So. Ach, eine Sache habe ich vergessen, genau. Und zwar könnte ich erinnern, hier rechts im Gebiet. Muss ich mal gucken, wo das war. Hier war so ein Lager in der Demo. Das müsste hier auch sein. Das ist nur ein bisschen mehr verbastelt. Hier oben war auf dem Berg, war wie so ein altes Lager. Warte mal, das nehmen wir auf jeden Fall beides mit. Honig nehmen wir mit. Das nehmen wir mit.
Da war so ein, von irgendeinem Reisenden war hier oben ein Lager und das haben die jetzt hier ein bisschen geändert, oben in der Ecke drin. Wo war das denn? Da. Da ist das Lager. Da gibt's auch eine Geschichte. Krieg. Leuchtenstein ist gefallen. König Gormanda ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens, vor Gott. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt keinen Rinnen, wir müssen standhalten. Balthasar. Das ist diese Tagebuchreihe. Ein schönes Fleckchen hat er sich hier gesucht, wo er unterkommt. Guckt euch das mal an. Cool. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr zu entdecken gibt. Oh, ich habe eine Idee, wo wir reingehen. Ich habe eine Idee. Erstmal mal gucken, dass wir ihm ein Hemd machen. Aber wir haben ja diesen einen Keller. In der ersten Folge waren wir ja in diesem einen Keller unten und da war noch eine verschlossene Kiste. Da zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen Dietrich. Und jetzt haben wir welche. Jetzt können wir das aufmachen. Ich guck mal, ob er hier so eine Art Rüstung oder so sich machen kann. Bin mir echt unsicher, wie das ging. Gleiter, Betten, Komfort, Türen. Aber ich glaube, das war woanders, oder? Hier, Holzfäller-Axt zum Spitzhacker. Da brauchen wir noch Äste. Fackel, Dietrich, Schilde, Keule. Braucht man ein Schild? Schild wäre auch nicht schlecht, ne? Bogen, Zauberstab, Lumpen. Hier ist das doch. Da haben wir die Ausrüstung. Also einmal Hemd. Wir müssen noch ein bisschen Garn herstellen. Oh, wir haben nicht genügend Fasern. Das ist aber schade. So, das meine ich hier oben, die so hin und her schalten. Ne? Hat der eigentlich eine Hose an? Hat er überhaupt was an? Ich weiß es nicht mehr. Lass uns mal ganz kurz schauen. Charakter. Abgenutzte Hose. Hat komplett null. Also hat keinen Schutz. Okay. Dann haben wir ein Hemd. Ja, hat auf jeden Fall einen Schutz. Und jetzt können wir die Schuhe nicht herstellen, weil uns noch Garn fehlt. Aber das kriegen wir schnell hin. Lass uns das schon mal anziehen, würde ich sagen. Lass uns mal hier das Hemd anziehen. Die Hose anziehen. Kann man das hier... Wir löschen das. Das ist okay. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Die Billo-Hose. So, lass uns mal ein bisschen Fasern sammeln. Dann können wir uns noch Schuhe machen. Dann haben wir zumindest schon mal die Grundausrüstung fertig. Zack. Bin noch voll in Scum drin. Drück die ganze Zeit F zum Sammeln. Ich finde es blöd, dass man keine Offhand hat, also dass man keine Fackel in die zweite Hand nimmt und somit leuchten kann. Jetzt laufen wir hier im Dunkeln rum und ihr seht überhaupt nichts, wenn ich hier sammle, aber ich kann ja auch schnell umschalten, wenn irgendwas Böses kommt. So, das müsste erstmal reichen. Glühwürmchen. Dann machen wir uns eine Glühwürmchenlampe draus. Machen wir uns wieder ein kleines gute Nachtlicht, dass wir uns nicht gruseln müssen, wenn das Licht ausgeht. Es sieht so hübsch aus, oder? Ich mag das. Den ganzen Look von dem Spiel macht richtig Bock. Was muss denn so eine Glühwürmchenlampe? Was brauchen wir denn da? Das ist doch hier, oder? Türen, Greifer, Greifhaken. Was brauchen wir da? Ganz viel Garn, Miasmasporen, noch weitere. Metallschrott hätten wir. Wir können auch den Greifhaken machen. Oh, warte mal. Den Greifhaken hätte ich schon ganz gerne. Das schon? Nee. Also das wäre mir jetzt näher, das Ziel, den Greifhaken zu haben, als irgendwas anderes. Ich meine, wir kriegen am Ende sowieso alles. Das ist jetzt einfach nur am Anfang so ein bisschen Farmerei. Die Glühwürmchen nehmen wir auch mit. Äste brauchen wir auch noch jede Menge. Ach, der Herr Nachbar. Der ist immer nachts aktiv. Rennt hier in seinem Garten rum, stöhnt vor sich hin. Ist ein bisschen creepy, aber... Was soll man machen?
Man kann sich seinen Nachbarn ja nicht aussuchen. Ah, es spawnt doch alles nach. Sieht so cool aus, oder? In der Entfernung. Also wenn das in der Demo gewesen wäre, hätte ich mich daran erinnern können. Sieht aus, als wäre die, als würde Diablo da hinten gleich wach werden, oder? Das ist echt hübsch. Sehr hübsch. Kommen wir auch da dran. Noch. Oh. Oh. Au. Oh. Die wollen mir. Mama, Mama, die wollen mich stechen. Die wollen mich stechen. Geh weg. Ich glaube, sie sind weg. Die Musik hat mir, glaube ich, gesagt, sie sind weg. Was ich wirklich schön finde, sie haben auf viele Details geachtet. Musik ist schön, Soundtrack ist gut gemacht. Sind sie noch da? Sind sie nicht. So, der Greifhaken. Miasmasporn hatten wir, glaube ich, in eher eine Kiste gelegt. Und wir machen noch mal ein bisschen Garn. Und ich glaube, in dieser Kiste hat man noch Miasmasporn. Und da hatten wir sogar noch Fasern. Ich glaube, es bringt gar nichts, die Grundmaterialien in so eine Kiste zu packen. Außer wir wollen farmen oder sowas in der Art. So, da haben wir auch den Greifhaken. Geil. Das freut mich. Also das ist wirklich, das ist ein wichtiges Objekt gewesen. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Demo lange, nicht lange nicht, aber es hat länger gedauert, weil uns die Materialien dazu gefehlt haben. So, ganz kurz mal. Musste man den noch ausstatten? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt die Grundzutaten, um hier voranzukommen. Wir haben den Greifhaken, um uns rüberzuziehen. Und wir haben den Gleiter, um uns, um entsprechend gleiten zu können. Jetzt machen wir noch Schüchen. Ich glaube, mehr können wir sowieso nicht machen, ne? Meine ich. So. Einmal Schuhe noch hergestellt. Dann haben wir hier die Grundzutaten. Wo sind sie hin? Bin ich blind? Da drüben sind sie doch. Ausgerüstet. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Besser als nichts an. Will ich mal kurz gucken, dass wir das hier durchbraten. Und jetzt lege ich mich mal ins Bett. Ah, man kann durchschlafen. Wie cool, das ging in der Demo nicht. Habt ihr gerade gesehen, die Zeit wurde beschleunigt, als man sich ins Bett gelegt hat. Das ging in der Demo nicht, da bin ich hundertprozentig sicher. Das Bett hatte nämlich irgendwie so gefühlt gar keinen Sinn. Geil. Cool. I like. So, lass uns mal in den Keller gehen. Hast du Bock zuzuschlagen? Da haben wir noch mehr Miasmasporn. Ging das hier rein? Wisst ihr das noch, wo es in den Keller ging? Ja, hier war das. Oh, du bist jemand anderes. Ich glaube, das ist ein anderer Keller. Ich kann mich nicht erinnern. Ach, das war doch nicht der Keller, oder? Au. Tu mir doch mal nicht weh. Oh, da ist noch ein Gegner. Schlag zu, du darfst jetzt. Erst du, jetzt ich. Es lebt, Leute, es lebt. Muss mal kurz was essen. Komm, wir haben uns ein, haben uns verdient, so ein Steak. Was haben wir noch? Auf der 1 tickt noch so ein Pilz. Ah komm, essen wir noch einen Pilz. So geht das schon. So, was ist hier hinter? Irgendeine geile Kiste mit, da ist doch Zeug. Ein Heiltrank, das ist jetzt auch nicht so schlecht, muss man sagen. Sammeln wir mal ein bisschen die Ressourcen. Man kann doch die werfen, ne? So. So, seht ihr auch was? Und die stecken wir danach wieder ein.
Haben wir sonst noch was übersehen? Da ist noch eine Kiste. Holzscheiter. Und das kann man nicht zerstören, okay. Nee, das war auf jeden Fall nicht die Kiste, die ich meinte. Also es gibt hier noch irgendwo anders einen Keller mit einer Kiste. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch was steht. Nee, da sind nur irgendwelche Reste. Da ist noch Holz. Das nehmen wir noch mit. Da ist auch schon der Tag angebrochen. Das müssen wir orientieren. Da waren wir, da ist der Turm. Dann war das da drüben wahrscheinlich. So viel Zeit muss sein, das müssen wir uns noch angucken, jetzt zum Ende der Folge. Aber ich meine, das war hier hinten in dem Teil, der auch vom Miasma befallen ist, also wo diese ganzen Pilze da rumwuchern. Hier kriegen wir Wasser. Das ja, ist gut, hör auf zu sammeln. Ja, dann sammeln. Okay. So, hier kriegen wir noch kostenlos Essen. Mal alles noch mitnehmen und ich glaube hier hinten in dem Teil war diese andere Truhe, die ich eigentlich noch holen wollte. Da ist doch schon wieder jemand. Da war noch Sturz ins Verderben. Ja, ich glaube, das haben wir schon im Intro gelesen. Da ist es doch. Gab es hier nicht auch eine Kiste? Auf jeden Fall gibt es Leder. Was machst du hier? Ich dachte, hier wäre irgendwo eine Kiste hingelagert. Dahinter? Dahinter ist sie doch. Komm. Die Kiste auf und noch ein Gesundheitstrank. Naja. Gibt jetzt auch schlechteren Loot, würde ich sagen, ne? Goodie. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Dann werden wir noch ein bisschen an der Basis basteln. Und Oswald ein Zuhause bieten. Also zumindest so ein Grundzuhause. Und dann gehen wir hier ein bisschen weiter erkunden, oder? Und schauen mal, wie sich das Ganze hier von der Demo unterscheidet. Ein neuer Tag bricht an. Ich freue mich auf weitere Runden hier im Spiel. Und bis morgen, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.